ein Kinderherz voll Freude und Wonne, das auch so klar wie Sonnenschein, ist der Menschen schönste Sonne, in aller Zukunft Hoffnung heim. Um dieses Leuchten zu erreichen, das uns beglückt und froh uns stimmt, muss man dem Kind Lieb erweisen, damit es den Weg ins Leben findet. Den Eltern ist an erster Stelle das Sorgen für die Kinder zugedacht. Doch in der heutigen Hast und Schnelle fehlt ihnen oft die Zeit und Kraft. Ein Familienzentrum sollte man haben, so schön wie jedes andere Haus. Wobei sang und spiel sich laben die Kinder in Ergänzung zum Elternhaus. Entstanden ist nun dieser Bau, an dem das Dach jetzt aufgerichtet. In Maß und Räumen ganz genau, wie es dem guten Zweck entspricht. Vom Architekten wurde er geplant, bemauert von den Maurern gut und schön. Doch vom Zimmermann noch schöner dann, kam's Dach darauf, gar lieblich anzusehen. Im Vorfeld gab's auch Differenzen, Probleme durch die Rohstoffkrise sieht die Bauerschaft nicht ein. Doch das soll am Tag des Richtfests sicher heute kein Thema sein. Kein Unfall war hier zu vermelden. Darüber freuen wir uns sehr. Wir hoffen, dass bis zur Vollendung so gut es gehe wie bisher. Dem Herrgott sei ein Dank gesagt, der Schutz gewähre diesem Haus. Und eine Bitte gleich angebracht, dein Segen, Herr, gehe niemals aus. Ein Kinderlachen froh und rein, voll Übermut und Innigkeit, soll immer hier zu hören sein, von heute an für alle Zeit. Zum guten Schluss, auf alle noch, nach gutem alten Sittebrauch, bringe ich ein dreimal kräftig hoch, auf Kinder, Eltern, Bauherrn und Bauherrn aus. Und nun, du Glas, war hin zum Grunde, geweiht sei dieser Bau zur Stunde. Meine Damen und Herren, dann will auch ich, nachdem der Zimmermann nun das Richtfest eingeläutet hat, mit einer Taufe, so will ich es mal bezeichnen, natürlich auch noch einige Worte an dieser Stelle sagen. Wir können uns sicherlich alle noch gut daran erinnern, als wir im März diesen Jahres, Anfang März diesen Jahres, hier oben waren, alles grün, nichts zu sehen. Die Marburger Straße war noch nicht im Bau. Und dann haben wir hier begonnen mit dem Familienzentrum, mit dem Spatenstich. Ich weiß auch, wir standen damals in etwas kälteren Jacken hier, weil das Wetter noch nicht so war. Heute regnet es, aber das sollte ja auch gut sein, dass es dann entsprechend weitergeht. Also es geht sehr schnell, muss man dazu sagen, aber ich glaube, wir brauchten im März diesen Jahres alle viel Vorstellungskraft. Wie wird das Familienzentrum mal aussehen, wie wird es mal sein? Kann aber dazu sagen, für die Interessierten, innen hängt ein Plan, wo wir uns nachher entsprechend dann aufhalten werden. Seit April haben wir dann auch die Marburger Straße zugemacht, sodass die Firma Ulrich hier immer ein- und ausfahren konnte, also extra die Marburger Straße gesperrt, sodass wir dort auch die Zufahrt immer frei hatten dabei. Und es wurde fleißig gearbeitet. Und mit dem Richtfest, was wir gerade dort erfahren haben, ist natürlich ein weiteres Etappenziel erreicht und für mich ein ganz wesentlicher Meilenstein für die Fertigstellung dieses Familienzentrums, was wir nächstes Jahr alle einweihen wollen. Ja, und ganz traditionell ist es, ein solches Richtfest natürlich zu feiern, egal ob stürmt, schneit oder regnet, wie heute, ein Richtfest ist zu feiern, denn wenn der Rohbau steht und wenn denn das Holz auf dem Dach ist, wenn der Dachstuhl also fertig ist, dann feiert man Richtfest. Und diese Tradition hat mir Herr Dittmar oder wer auch immer noch mal extra aufgeschrieben, geht zurück bis ins 14. Jahrhundert. Es ist so etwas wie die Taufe eines Hauses, was wir heute machen. Und natürlich auch als Bauherr ist es Grund, einmal Danke zu sagen. Allen, die bisher daran beteiligt waren, die das vorbereitet haben dabei. Ich fange einfach mal mit Ihnen, Frau Frank, an, die heute dort das DRK auch entsprechend vertreten. Denn bevor man ein Familienzentrum baut und anfängt dazu, braucht man ja auch ein pädagogisches Konzept. Und da sage ich auch ganz bewusst Frau Schulz und Frau Frost dort vielen herzlichen Dank, die dort von der Verwaltung natürlich mitmachen. Frau Schulz, die das immer wieder so toll vorbereitet für die Kinder, die wir in Frankenberg haben und damit auch für die Eltern entsprechend, dass wir das haben. Und aufgrund dieser ganzen Planung ist dann der Architekt her.
Und der Architekt muss dann sagen, Mensch, wie setze ich das um? Seine Schwester ist auch dabei, habe ich vorhin mitbekommen, die für das Gestalterische eher zuständig ist dabei. Das sehen wir nachher auch in dem Farbenkonzept dann entsprechend innen, sodass man dann am Ende ein Bau hat, wo man dann auch sieht, was steckt dahinter. Und ich muss dazu sagen, ich war häufiger hier, vielleicht wurde ich manchmal mit Anzug und Jeans an oder auch komisch angeschaut, was will der schon wieder hier. Aber mir ist es auch wichtig, mich auf Baustellen zu zeigen, um dort einfach zu sagen, Bauherr ist der Vertreter Herr Dittmar, das weiß ich, Herr Helminiak ist dann häufig mit dabei, sodass das in einem Team funktioniert und nur so kann es auch letztlich endlich in der Stadtverwaltung gehen. Der die Ausschreibung dann vorbereitet, Herr Brause, sodass wir das alles dann auch umgesetzt bekommen, oder Herr Lauer, der dann natürlich auch entsprechend mitarbeitet. Auch meinen Verwaltungsmitarbeitern will ich da vielen herzlichen Dank sagen für die Arbeit, die dort gemacht wurde, aber natürlich auch allen anderen Unterstützern und Projektbeteiligten. Und ich muss dazu sagen, was ich hier an Bauarbeit gesehen habe, das begeistert mich. Wir sind im Zeitplan. Das ist doch schon mal eine ganz, ganz wesentliche Aussage, sodass es dort entsprechend weitergeht und wir natürlich gut weiterbauen können, in der Hoffnung, dass wir Baumaterial, wir hörten es, immer zeitgerecht bekommen zu einem vernünftigen Preis, und dann kann man auch so einen Bau zeitgerecht zu Ende machen. Diesen Dank wirklich an alle, die beteiligt waren, ganz, ganz wichtig dabei. Das heißt, wir haben jetzt heute einen wichtigen Tag dafür, dass wir auch solche leistungsfähige Unternehmen in der Region haben dabei, denn wir wissen natürlich auch, unsere Anforderungen, die wir als Verwaltung stellen, und das wurde ja von oben auch schon mal gesagt, die sind relativ hoch. Und wir wissen aber auch, dass die Bauunternehmen diese alle erfüllen können. Und darüber bin ich natürlich auch stolz, dass wir solche Handwerksbetriebe haben, die das machen kann. Wer das berühmte Buch Der kleine Prinz kennt, der kennt auch den Spruch, man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen. Denn Zukunft kann man bauen. Und das haben wir, meine Damen und Herren, in den letzten Jahren mehrfach bewiesen. Nicht nur mit dem Familienzentrum, sondern auch mit vielen anderen Sachen in Frankenberg. Zukunft gilt es zu bauen. Das habe ich gestern Abend in der Stadtverordnetenversammlung auch in aller Deutlichkeit nochmal gesagt. Wir brauchen eine zukunftsfähige Stadt. Wir müssen Menschen haben, die sich ja wohlfühlen. Und ich komme da auch gleich nochmal drauf zurück. Wir bauen Zukunft und das ist auch mein erklärtes Ziel als Bürgermeister. Da will ich auch weiter dran arbeiten natürlich. Ja, und jeder Stein, jeder Balken, der hier ist, jede Betonwand ist hier natürlich ein Teil der Zukunft. Hier oben an der Marburger Straße entsteht vollkommen neuer Lebensraum und natürlich wohnortnahe Kinderbetreuung. Und wenn ich sehe, Frau Schulz, wir haben ja mehrfach darüber gesprochen, wir müssen jetzt die Kinder aus Bockental 1 bis 4 in die anderen Kitas schicken, sehr zum Leidwesen der Eltern, die das aber auch gerne mitmachen, weil sie wissen, dieses entsteht hier. Und hier stand am Anfang ja nur der reine Mehrbedarf einmal nach Kita-Betreuungsplätzen. So haben wir ja auch mal begonnen, so sind wir in die Politik, Herr Stadtverordnetenvorsteher, gegangen und haben ja gesagt, du warst damals, glaube ich, noch Fraktionsvorsitzender, Björn, ich weiß jetzt nicht mehr genau, muss da aufpassen, jetzt als Stadtverordnetenvorsteher auch hier. Und wir wollten nach dem Bedarf bauen und haben gesagt, Mensch, drei Gruppen, die reichen uns aus. Es ist viel mehr geworden und es ist auch gut so, muss ich wirklich dazu sagen. Denn der Bedarf ist in Frankenberg da, was natürlich auch ein gutes Zeichen ist. Wenn wir Kinder haben, ist das auch wieder Zukunft natürlich. Und für die Kinder wollen wir das auch gerne machen. Damit ist die Zukunft auch gesichert. Das bedeutet aber auch, dass viele Eltern arbeiten, damit die Kinder hierher gehen müssen dabei. Das ist auch ein gutes Zeichen für die Stadt. Und natürlich ein gutes Zeichen ist die Wirtschaft und unsere Region, die wir hier haben. Und so wurde aus der reinen Kita in den weiterführenden Planungen dieses Familienzentrum. Und dann haben wir natürlich überlegt, wen nehmen wir mit an die Seite? Machen wir es als Stadt selbst oder geben wir es einem freien Träger? Und da haben wir sehr intensiv und da sind wir mit dem DRK immer auch in guten Verbindung. Herr Peter, muss ich dazu sagen, kann heute leider nicht kommen. Da ist Frau Frank in Vertretung auch mit dabei. Da haben wir wirklich einen kompetenten Partner gefunden, der so etwas kann, der das in der Wiegand-Gerstenberg-Straße, darf das ruhig dazu sagen, da gehen zwei meiner Enkelkinder hin,
Und deshalb weiß ich das zu schätzen, wie das DRK, aber nicht deshalb sind Sie hier. Das will ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Da haben wir wirklich einen Partner, der Erfahrung auch hat, das Ganze entsprechend hinbringt. Ja, und hier oben an der Marburger Straße sind wir natürlich mit dem Familienzentrum ein Vorreiter, Wegbereiter. All das ist mir wichtig, denn hier oben sollen einmal neben Bockental 1 bis 4 weitere 150 Wohnungen entstehen, 150 Häuser entstehen, 150 Grundstücke entstehen. Was das bedeutet, kann man sich vorstellen. Wir haben viele Stadtteile, die haben so zwischen 67, der kleinste, den will ich aber nicht nehmen, aber so in der Mitte 400 bis 600 Einwohner. Das heißt, was hier entsteht, das ist ein Stadtteil. Das muss man auch in aller Deutlichkeit mal dazu sagen. Nehme ich Bockental 1 und 4 dazu, ja, dann haben wir fast den größten Stadtteil schon in Frankenberg, der hier entstanden ist, entlang der Marburger Straße, Bottendorfer Straße hoch. Das muss man einmal sagen. Aber, meine Damen und Herren, das will ich auch sagen. Immer Wermutstropfen gehört dazu. Gestern Abend habe ich gesagt, ich muss mal den Buhmann spielen. Aber 240 Anmeldungen. Was bedeutet denn das? Wir müssen zukunftsfähig die Stadt weiter aufstellen. Das letzte Mal haben wir Gerhard noch gesagt, dass es 210 waren, wenn du dich daran erinnerst als Zahlenmensch. Ja, 240 Voranmeldungen, die für die Grundstücke vorliegen. Und das ist natürlich etwas, dem wir auch gerne nachkommen wollen. Aber wir haben natürlich eines vorweg. Und da haben die, die hier künftig bauen, ein großes Glück. Die wohnortnahe Kinderbetreuung ist schon da, bis die überhaupt anfangen können zu bauen. Und das ist natürlich das Wichtigste, was wir brauchen. Also das heißt, wir haben sowohl im Magistrat und zwei Kollegen sind ja auch da, Friedhelm und Christoph, sodass wir dort auch künftig drauf aufpassen müssen, wie wir planen und damit wir diese Dinge auch vorantreiben, damit wir das haben wollen. Aber richtfest heißt natürlich auch und bedeutet, es ist noch verdammt viel zu tun. Das will ich auch in aller Deutlichkeit dazu sagen. Denn das Ziel, was über all dem steht, ist, Herr Architekt, dass wir zum 1. März hier oben drinne sein wollen. Das bedeutet jetzt für die nächsten Monate natürlich all das wieder auf die Beine zu bringen, was Sie jetzt die ganze Zeit schon gemacht haben, die Unternehmen mit ins Boot zu nehmen, all das, was wir machen müssen. Wir als Stadtverordnetenversammlung müssen natürlich auch noch im nächsten Jahr, das haben wir diese Woche in einer Ausschusssitzung schon mal gesagt, müssen wir das Geld zur Verfügung stellen, um die Innenausstattung dort fertig zu machen, denn die jetzigen Kosten sind natürlich nur die reinen Baukosten. Es gilt aber darum, dass man für die Kinder auch Stühlchen hat, alles was dazugehört, das muss natürlich noch bereitgestellt werden und das wird mit dem Haushalt 2022 erfolgen müssen, sodass wir dort natürlich alles fertig machen können. An diesem Ziel wollen wir sicherlich gemeinsam arbeiten, wozu ich alles Gute wünsche, viel Erfolg und wie es der Zimmermann sagte, auch weiterhin eine unfallfreie Baustelle. Das ist mir persönlich auch das Wichtigste. Da geht natürlich die Sicherheit vor Schnelligkeit dabei. Aber ja, wir wollen dann auch Einweihung feiern. Das wird nämlich die nächste Feier sein, die wir hier oben haben werden, wo ich mich drauf schon freue. Politischen Gegebenheiten und auch die Entstehungsgeschichte dieses Familienzentrums dargestellt. Auch zum Gebäude schon sehr viel gesagt, sodass ich ja die ganzen Rahmenbedingungen jetzt hier auch nicht nochmal wiederholen muss. Ich denke, das können wir auch nachher dann im kleinen Gespräch vielleicht nochmal vertiefen, was hier so die Eigenheiten dieses oder Besonderheiten dieses Gebäudes sind. Ja, wir sehen uns jetzt hier schon wieder. Ne? Im März waren wir hier auf der kalten Baustelle im Wind und haben quasi den Spatenstich veranstaltet und jetzt nach 4 Monaten stehen wir hier, feiern Richtfest. Das freut mich sehr, dass die Bauarbeiter haben hier wirklich viel geschafft und einiges geleistet. Also großes Lob, das lief alles sehr gut. Das freut mich. Wir können auch schon sehen, dass jetzt sehen, wie sich die Räume entwickeln, wie Blickbeziehungen entstehen, wie sich das Gebäude gestaltet und wie es wächst. Auch für alle, die oft mit Plänen und Simulationen, die wir ja so im Vorfeld liefern, Probleme haben, sich das dann richtig vorzustellen, ist das jetzt ein schöner Zeitpunkt, weil man jetzt wirklich schon die ersten Raumeindrücke wahrnehmen kann, kann sehen, wie sich die Raumvolumen entwickeln, wie das Gebäude nachher wirklich mal daherkommt von den Innenräumen her. Das ist alles auch für uns als Architekten immer wieder schön, wenn man sieht, dass das, was man im Kopf hier eigentlich schon fertig hat, hier so langsam
entsteht und dann immer weiter dem entspricht, was es eigentlich mal, wie es eigentlich mal gedacht war und wie es werden soll. Ja, Maurer, Zimmerer, Eisenbieger, Betonierer, alle haben hier wirklich viel geschafft. Etliche Kubikmeter Beton, Mauerwerk, Holz verarbeitet, Boden bewegt, ganz am Anfang, dann Rohre verlegt für Schmutz und Regenwasser. Das ist alles schon gemacht worden. Da wurde sehr gute Arbeit geleistet. Sie haben hier der Witterung und dem Schmutz widerstanden, dafür dem Wetter getrotzt und das Haus hier unter ein ordentliches Dach gebracht. Dafür gebührt Ihnen von mir aus ein gehöriges Maß an Respekt und herzlicher Dank an alle, die daran mitgewirkt haben. So. Das war sehr, 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 sehr